So, herzlich willkommen zur, ja, 17. Folge von Pokémon. Tja, ich bin offen gesagt ein bisschen überfragt, weil, ja, ich habe doch gemerkt jetzt, ne, ich habe ja jetzt letzte Folge ein bisschen trainiert. Ich habe ja gemerkt, ne, wenn man so ein bisschen verteilt, ich meine, um die vier jetzt hochzuleveln, bisschen hoch zu leveln, also hier die oberen vier, habe ich jetzt schon ein bisschen ganz schön gebraucht und habe alle gerade um, weiß nicht, vier Level oder so Maximum hochgebracht. Und die unteren beiden, die können wir noch gar nicht trainieren. Da müssen wir erstmal wieder, ne, da müssen wir warten, bis wir wieder zum Anfang der Map irgendwie können. Weil Level 10 Pokémon können wir hier nicht trainieren, die sind direkt beim ersten Angriff des Gegners tot. Also die beiden sind komplett useless derzeit. Ja, vielleicht sollten wir uns tatsächlich im Let's Play doch darauf konzentrieren, dass wir einfach Smetbo primär benutzen. Weil die drei, alleine jetzt die drei bis Level 33 hochzubekommen, damit alle auf dem einigermaßen Niveau sind, das dauert einfach fürs Let's Play, denke ich, zu lange. Von daher denke ich mal, wir schießen uns doch tatsächlich auf Smetbo ein. Macht im Rahmen des Let's Plays wahrscheinlich auch den meisten Sinn. So. Genau. Trainiert habe ich auf der Wiese, die hier rechts jetzt kommt. Dabei habe ich sogar schon den einen Trainer hier erlegt. Immerhin habe ich es versucht. Ich schäme mich nicht. Ja, gut, er hatte gerade mal ein Pokémon. Ein Arbok, glaube ich. Gut. Wir gehen mal hier in die Höhle rein und gucken mal, wo die hinführt. Weil glaube, geht die nämlich direkt. Können wir mal ganz kurz lesen? Hier draußen ist ein Schild zu unserer Anfangsstadt. Dicta Höhle. Okay, gut. Mehr kommt da nicht. Aber ne, im Anime und so war das die Höhle, die Dicta Höhle, die direkt zum Anfang wieder führt. Okay, boah. Wollte gerade sagen, für Dicta Höhle kommt ein bisschen wenig Dictas. Aber da kommt bereits das Erste. So. Beppo, ich will dich. Dann wollen wir mal ein bisschen Konfusion einheizen hier. Übrigens hat das Pikachu Donnerblitz gelernt. Wie gesagt, ohne TM hat es einfach von sich aus gelernt. Ja, Schaufler bei einem fliegenden Pokémon ist relativ useless. Mein lieber Herr Dicta. Genau, das heißt, Pikachu kann jetzt Donnerschock und Donnerblitz. Und Donnerwelle, aber Donnerwelle ist ja eher nur sowas, um Schadenstyp zu verändern. Vielleicht irgendwann mal nützlich, aber ich meine, wir sind jetzt relativ gut aufgestellt. Ich möchte jetzt derzeit eigentlich nur noch Smetbo trainieren und vielleicht noch Pikachu, weil Smetbo kommt nicht überall mit klar, ne? Gerade wenn man jetzt sowas hat wie, weiß nicht, andere Geister-Pokémon oder sowas, also sowas wie Traumato halt. Da kommen wir mit einem Elektro-Pokémon definitiv besser voran. Von daher würde ich primär auf Smetbo gehen, aber auch Pikachu vielleicht doch ein bisschen, ne? Dass wir auch noch ein Pikachu haben. So, hier haben wir ein Bäumchen. Das hier ist übrigens der Wald, wo wir am Anfang Raupen gefangen haben. Ja, der gesamte Wald war in dem kleinen Gebäude drinne. Sehr interessant. So, hier. Auch wenn ein Pokémon ausscheidet, kann es weiter Spezialtechniken wie zum Beispiel Zerschneider anwenden. Interessant. Ich suche nach Pipi. Tauschst du es gegen ein Pantymos? Habe ich überhaupt ein Pipi? Nee, ne? Nein. Und wenn dann sowieso nicht. Obwohl doch, ich habe auf der Bank ein Pipi. Oder? Doch, auf der Bank haben wir ein Pipi gehabt, oder? Wir hatten ja eins gefangen gehabt. Im Mondwald, im Mondberg. Was? Wie ist das Ding? Mondbergwald? Quatsch. Was will ich jetzt mit Wald? Ist doch ein Berg. Mondberg, klar. Klärchen. Einfach nur Mondberg. Doch nicht immer so kompliziert. So, und damit sind wir in dem Bereich, den wir ganz am Anfang des Spiels gesehen haben, wo wir aber nicht hinkamen. Tada! Hier ist ein Ball. Ash findet KP Plus. Und hier sind nämlich die beiden Bäumchen, die wir ganz am Anfang gehabt haben, wo wir, ne, wo wir nicht weiterkamen. Und hier ist der zweite Ball. Ash findet noch einen Mondstein. Digga, was soll ich mit den ganzen Mondsteinen? So viele Pipis habe ich gar nicht. So.
Aber wir gehen mal hier nochmal in das Gebäude rein, müssen wir sowieso. Und hier können wir nämlich jetzt mal mit dem Typen quatschen, wenn er mal herkommen würde. Sobald eines deiner Pokémon Blitz erlernt hat, kannst du dich in den Felstunnel wagen. Ja, ich hoffe, Pikachu kann bald mal Blitz. Hallo, erinnerst du dich? Ich bin Professor Eisgehilfe. Wenn du mindestens 10 verschiedene Pokémon gefangen hast, habe ich ein Geschenk für dich. VM05. Also echt, hast du 10 unterschiedliche Pokémon gefangen? Naja, gefangen eigentlich nicht, aber hier zählen zum Glück nicht nur die Gefangenen, sondern auch die Weiterentwicklungen davon. von daher, ja. Super, du hast 15 verschiedene Pokémon gefangen, ja, als ob. Einfach klasse. Hier, das hast du dir redlich verdient. Ash erhält die VM5. Mit der VM Blitz kann man selbst die dunkelsten Höhlen erhellen. Okay. Interessant. So, Item. Damit haben wir jetzt VM 5 und das können wir jetzt Pikachu beibringen. Yay! Ja, es kann auch nur Pikachu. Okay, Smetbo könnte es auch, aber Smetbo hat bereits alle Attacken, die es braucht und ne, die 4 Attacken, die es hat, sind doch alle wichtig. Von daher, weil wie gesagt, Smetbo ist unser Primär-Pokémon. Da brauchen wir die Attacken für den Kampf. So, soll eine andere Attacke vergessen werden? Ja, welche? Donnerblitz, Donnerschock, Rutenschlag, Donnerwelle. Tja, Donnerwelle ist eigentlich so komplett useless. Rutenschlag allerdings genauso. Weißt du was, wir machen Rutenschlag weg, dann kann Pikachu ausschließlich Blitzattacken. Also Attacken von Typ Elektro. Pikachu hat Rutenschlag vergessen und Pikachu erlernt Blitz. Sehr schön. So, dann können wir jetzt tatsächlich, wir können jetzt hier auch eigentlich links auf die Wiesen gehen und da unsere beiden Zehner-Pokémon trainieren, ne? Aber auch schon wieder trainieren, hat jetzt auch gerade, ne. Machen wir später, wenn wir fliegen haben und hier rumfliegen können, dann können wir auch mal zu den Inseln mal so eine kleine Special-Folge wieder machen, ne? Aber jetzt erstmal haben wir gerade trainiert. Von daher Pokémon, Bisaknosp, nein, Bisaknosp und Verschneider. Dankeschön. So, jetzt müssen wir die Diktahöhle wahrscheinlich wieder zurücklaufen. Einen anderen Ausweg gibt es hier nicht, Diktahöhle. Also, zumindest keinen anderen brauchbaren Ausweg. So, was ist denn hier oben? Wow, genau gar nichts. Halt. Gibt es hier ein verstecktes Item? Es schreit er geradezu danach. Ich glaube, mein Schweinfeld ist nicht mehr ein verstecktes Item. Das hier ist der unnötigste Platz der gesamten Map. Ach, leck mich. So, dann gehen wir mal wieder durch die Diktahöhle zurück. Können auch mal mit dem Typ da quatschen, was der da zu erzählen hat. Im Felstunnel ist es stockdunkel und furchtbar gruselig. Wenn nur ein Pokémon mit einem Blitz für Licht sorgen könnte. Hä? In der Höhle ist das doch gar nicht dunkel. Oder hat er gerade von einem anderen Tunnelgelein geredet da? Sehr suspekt. Ein Diktar. Smetbo, ich will dich. Sieht ganz schön besiegt aus, sehr schön. Ach ja. Eine Höhle, in der es echt nur Diktas gibt. Und glaube auch die Weiterentwicklungen, aber die ist extrem selten. Aber gut, gegen die möchte ich auch gar nicht kämpfen. Weil die ist nämlich auch viel stärker. Yay! Ein bisschen Training kann nicht schaden. Leider bringt uns das kaum voran, ne? Also ich glaube mal, bis wir Level 34 erreichen, dauert es noch ewig, weil, naja.
Das ist nämlich genau das Problem, was wir haben. Gegen wilde Pokémon trainieren bringt halt kaum EP. Also das ist im Vergleich zu dem, was man durch Pokémon-Kämpfe gegen Trainer bekommt, ist das ein absoluter Witz. Und das Problem ist halt, die Trainer-Gegner sind halt begrenzt, weil, ne, sobald du gegen einen gekämpft hast, ist der quasi abgegolten. Und dementsprechend hast du von dem schnellen EP, sag ich jetzt mal, oh, Level 34, nur ein begrenztes Maß. Und das ist nämlich genau das Problem, was wir haben. Oh, Psystrahl. Nice. Weil eben, das heißt, wenn wir quasi ein Pokémon primär trainieren, so wie jetzt halt Smetbo, dann bekommt er die ganzen super EP quasi, die ganzen EP-Bomben, und kriegt halt relativ schnell Level. Wenn wir jetzt aber halt versuchen, alle Pokémon zu trainieren, ist zwar schön und gut, dass wir quasi Abwechslung haben und so, aber damit verteilen wir natürlich auch die ganzen EPs auf die Pokémon. Das heißt, um die Pokémon dennoch hochhalten zu können, müssen wir die Pokémon quasi extern trainieren mit Wiesen. Und da bekommt man kaum EPs. Das heißt, man braucht ewig, um die Pokémon dann zu trainieren. Und das ist halt immer so ein Pro und Contra, je nachdem, wie man halt spielen möchte. So, wir haben Konfusion, Schlafpuder, Giftpuder und Stachelspore. Ich würde mal sagen, am unnötigsten ist derzeit eigentlich Stachelspore. Weil Giftpuder und Schlafpuder sind zwei sehr gute Attacken, um Pokémon in Schach zu halten. Naja, und Konfusion ist halt die K.O.-Attacke. Und Psystrahl ist quasi nochmal stärker, hat dafür zwar auch weniger AP, von daher keine Standardattacke quasi, aber für sehr starke Gegner dafür umso besser. Das heißt, wir haben eine klassische K.O.-Attacke und eine Attacke, die wir quasi nochmal aus dem linken Ärmel ziehen können, wenn wir gegen sehr starke Pokémon kämpfen. Weil Psystrahl zerlegt halt einfach alles. Also, ne? Da haben wir quasi die Kraft der Sonne. So, ein wildes Dickda. Ja, komm. Kann sich mal wegdicken. Dankeschön. Dickda wurde besiegt. Du hältst 208 EP. Yay. So, jetzt ist die Frage. Gehen wir jetzt nach links, / nach oben, Fahrrad holen? Oder gehen wir hier nach rechts? Ich würde fast... Also erstmal speichern, ne? Ganz klar. Achso, siehst du, wir können auch mal zum Pokémon-Center nochmal gehen. Wobei, so K.O. dürften unsere Pokémon gar nicht sein. Guck mal ganz kurz. Nee, alle topfit. Sehr schön. Außer halt die AP, aber gut. Ich würde mal sagen, wir gehen tatsächlich doch nach rechts. Warte mal ganz kurz. Wie lange geht denn die Folge eigentlich schon? Vielleicht machen wir doch mal erstmal Folgenpause an der Stelle. Ah doch, Folge geht schon fast. Ne? 1,6 GB dürfte fast eine halbe Stunde sein. Was? 13 Minuten? Was ist geschehen? Was ist passiert? Manchmal explodiert die Dateigröße und manchmal ist sie super klein. Lol. Na gut. Gut, dann machen wir die noch ein bisschen weiter, würde ich mal sagen. Besiegen wir hier mal den ganzen Trainer. Ne? Wie gesagt, schön EP abgreifen. Deswegen verstehe ich auch nicht immer die ganzen Leute, die versuchen immer irgendwelche Trainern auszuweichen. Ich meine, das ist kostenlos massenhaft EP. Wie kann man das nicht wollen? Also. Nee, nee, nee. Ich wünsche teilweise sogar, es gibt noch mehr Trainer. Was ich persönlich halt ein bisschen mehr feiern würde, wenn es mehr Pocket Center geben würde oder ähnliches, weil das Problem ist halt, gut, man kann sich jetzt natürlich mit Poketränken vollpacken. Da muss man nicht andauernd zum Pocket Center gehen, aber das Problem ist halt, du brauchst halt deinen Trank, damit du deine Pokémon wieder auffüllen kannst, und du brauchst aber auch sowas wie Ether und ähnliches, um deine AP wieder aufzufüllen, was fast noch wichtiger ist. Und dementsprechend ist natürlich die Sache, ja, viele Pokémon-Trainer zu haben ist ja schön, aber wenn du dann immer nach 4 Pokémon-Trainern wieder zurücklaufen musst, eine ganz weite Strecke, ist auch ein bisschen scheiße. Möchtest du das Pokémon wechseln? Nein. Zubat, unser alter Freund aus der ersten Höhle, wo wir waren. Und weg. So, 220 EP. Sehr schön. Teenager wurde besiegt. Naja, 300 Yen ist jetzt nicht unbedingt die Welt, aber was soll's. Meine Pokémon müssen bereit. Was auch immer. So.
Haben wir wieder Nidoran. Wie ich euch hasse. Spaß. EP und noch ein Nidorino. Also noch ein Nidorino. Also ja. Ist voll das Gleiche. Wobei da es tatsächlich Unterschiede gibt, ne? Nidoran und Nidorino. Ist ja nicht nur so, weil später ab Pokémon Crystal oder Kristall gibt es ja dieses männliche und weibliche. Das heißt, jedes Pokémon gibt es einmal in männlich und einmal in weiblich. Da kann ich Pokémon dann ja auch züchten. Mittels des sogenannten FSK 18 Programms. Und das bei Nidoran und Nidorino ist aber tatsächlich etwas anders. Die sind zwar auch männlich und weiblich, aber naja, die haben tatsächlich auch Unterschiede in Attacken und den Statuswert und so ein Scheiß. Ja, also richtig schön diskriminierend. Da gibt es noch keine Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern. So. Oha, Spieler möchte kämpfen. Quarzel, ernsthaft? Ich hätte jetzt mit allem gerichtet, aber keine Wasser-Pokémon. Ich dachte, ein Spieler kommt jetzt hier eher sowas wie, weiß nicht, Kadabra oder sowas. Also, Abra. Oh, Hypnose. Okay, vielleicht doch. Ich weiß nicht, immer wenn ich dieses SLF lese, was ja für Schlafen steht, denke ich immer an das Wort Self. Denke ich immer so, was zur Hölle willst du jetzt mit Self-Destruction oder so ein Scheiß? Aber eben, ist ja nicht mit Self, sondern einfach nur schlafen. Kannst du bitte wieder aufwachen hier? Sag mal, Svetlo, ich bin enttäuscht von dir. Ich meine, zum Glück macht uns das Viech da keinen Schaden, aber es dauert halt immer so ewig. Also, okay, es macht uns schon Schaden, aber vergleichsweise wenig. Quapsel wurde besiegt, 300 EP und Sepa. Nein. Was kann Sepa? Sepa ist eigentlich ein nacktes Wasser-Pokémon, wobei Sepa später ja irgendwie Typ Wasserdrache ist. Ich weiß aber nicht, ob das in der ersten Generation schon Auswirkungen hat. 320 EP. Das Glück hat mich verlassen. Ich gewinne 1300. Oh, geht. Geht. Es geht auch besser, ja, aber es geht zumindest. Wettkämpfe kann man nicht widerstehen. Okay. Wenn du das sagst, dann solltest du mal einen Suchtbeauftragten beauftragen. Was? Knofensa. Ah, Knofensa kann, glaube ich, sowas wie Giftscheiße. Aber gut, sollte nicht zum Zug kommen. Jawohl, sehr schön. Da schafft man One-Hit. Smetbo 320 EP und Mirapla. Mirapla ist auch, ne? Knofensa und Mirapla. Nein. Knofensa und Mirapla sind so diese typischen Pokémon, die halt auch sowas wie, weiß nicht, Igeldarm oder Giftscheiße und so ein Zeug können. Von daher sind die zwar relativ schwach. Wenn man aber Pech hat, setzen die Gegner genau die Attacken ein, die nicht so schön sind. Immerhin hatte ich eine Chance. Ja. Eine Chance, einen echten Spieler kennenzulernen. Ach so, den hatten wir schon. Okay. Den hatten wir auch schon. Oh Gott, diese Wege hier. So. Hier geht ein Weg rechts rein. Und hier geht auch ein Weg nochmal rein. Okay, da ist ein alter Herr. Ach so, der sind drei Wege. Gut, wir speichern mal. Falls uns die AP ausgehen wollten. Ich habe noch nie gewonnen. Dann machst du irgendwas falsch. Fukano. Tatsächlich ein Pokémon, das ich persönlich zwar mag, aber nie so Intention habe, das Viech in meine Gruppe aufzunehmen, weil ich immer nicht weiß, was ich damit machen soll. Fukano allgemein so Feuer-Pokémon. Hm.
sind zwar relativ stark, Blut und sowas ist schon relativ stark, aber halt nur gegen Pflanze und gegen alles andere ist es halt maximal mittelmäßig. Deswegen ist halt immer so Feuer-Pokémon. Vulpix! Nein. Tja, ich glaube mal, wir gehen dann nochmal direkt zum Arzt. Also hier im Pocket Center, weil das Metto verbrannt. Nein! So, Spieler ist besiegt. Sehr schön. Dann treten wir den Rückweg an. Und machen dann tatsächlich auch mal Folgenpause. Ist mittlerweile halt schon lang genug. Links hoch, 3, 4, links hoch und hoch und links und rechts und hoch und links und rechts und. Jawohl. Schönen guten Tag, alle mit Pokémon heilen. Und zwar gratis. Nein, ich möchte keinen Beleg. Lassen Sie mich in Ruhe. Lügenpresse. Sehr schön. Ja, komm. Ja. Nein. Oh mein Gott. Alter. Will B drücken und drück die Speed-Taste. So. Jutschen, dann würde ich mal sagen, speichern wir an der Stelle und dann sehen wir uns nächste Folge, das heißt morgen dann wieder zur letzten Folge für diese Woche. Beziehungsweise kommen noch die ganzen anderen Folgen, so wie Doom und so ein Zeug. Ne, kommt ja auch noch. Wer weiß. Schau mit V.